Hey du, ihr Lieben, Genesis geht weiter. Letzte Folge ein bisschen ruhiger, nur Namen geben und ein bisschen quasseln. Diese Folge werden wir, der Name sagt es eigentlich schon viel aus, ne? Den Gigatitan. Also stellt euch vor, ein Giganoto, der so groß ist wie der Titanosaurus. Doppelt so lang und doppelt so breit. Den werden wir heute zähmen. Kann man diese Lüge durchgehen lassen? Fast. Ich war gerade schon am Überlegen, wie man das verkaufen kann. Passt gar nicht in die Tüte. Kommst du zu mir und wir porten von hier? Oder muss ich da. Oder ich falle auf dein Dach unten? Oder genau, so? Wir porten wieder von der Brücke. Von the bridge. Okay. Fällt er denn? Ich bin jetzt gerade im Zähmbecken. Ach du Gott. Im Kleinen? Ich komme rüber. Auf the bridge. Gibt's hier, warte mal, gibt's hier ein paar Red Pandas? Nee. Red Pandas? Ich finde das so lustig. Ich habe ja auf meinem Smartphone, das habt ihr bestimmt auch, die Leute, also nicht, das ein Smartphone haben sie alle. Aber ich meine jetzt so wechselnde Desktop- oder Screen-Saver-Bilder. Hintergrundbilder? Ja, genau. Welche meinst du? Ja, genau. Ich bin auf der Brücke, wo wir uns immer porten. Ja, wolltest du jetzt noch einen Red Panda oder? Ich habe einen dabei. Wenn du einen hast, reicht vollkommen. Okay. Aber nee, dann wir nehmen mal Dings mit. Hier, Popcorn-Dino, warte. Habe ich auch eingepackt. Okay, dann tschüss. hier die Kacke. Wer ist das? Wer hat das hier hingekotet? Ich. Oder war es mein Panda? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat hier. Aber mein Panda war es. Und ich hab sehr oft auf meinem Smartphone einen Red Panda. Die in echt? Ja, die richtigen Red Pandas. Sieht übrigens exakt genauso aus. Ja, vielleicht nicht ganz so knallrot. Nee, nicht so knallrot. Aber auch so süßes Gesicht und so buschig. Das ist richtig toll. Also ich habe nur Tiere bei mir auf meinem. Ich guck mal ganz kurz, was habe ich denn jetzt gerade? Ich habe jetzt gerade. Ach, das war falsch. Ich habe das gerade auf meinem Smartphone. Ich lüge euch hier an. Hier auf meinem Tablet. Auf meinem Tablet habe ich gerade. Das ist voll niedlich. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Da ist eine Maus. Maus, die hält ein Herz. Aber eine richtige Maus, die hält ein Herz. So ein Plüschherz. Das sieht voll niedlich aus. Oh, ich glaube, Waffe wechselt erstmal. Genau. Erstmal Waffe hier. Dum, 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 dum. Exkaffer? Okay. So, sollen wir erstmal mit den Bloodstalkern rumlaufen? Oh, guck mal, was da oben fliegt! Oh, okay. Ja, wir meinten gerade eben, ich glaube, wir finden sowieso keine. Okay. Oh, Level 16. Oh. Ja, toll. Können wir erschießen. Warte, ich mache die holische Runde aus dem Himmel. Aus der Luft. Aus dem Himmel. Baff, tschüss. Meine Güte, okay. Die gibt Polymer. Danke. Oh Gott. Oh, da fliegt noch eine, da hinten. Was? Seit wann fliegen die denn rum? Oh Gott. Hör auf mich zu bewegen, du Vieh. So. Seit wann fliegen die so extrem? Weiß ich auch nicht. Hey, sind das die richtigen oder sind das die anderen? Da ist der ganz böse Gigatitan. Ich bin hier. Hä? Das ist gar kein Gigatitan. Das sind diese. Sind das die. Hä? Das ist ein Ork. Rex? Ja. Was denn? Ich bin gerade gefressen. Du wirst gefressen. Wo bist du denn? Ach da. Ich hatte ein Kapo. Jetzt komm. Bin ich hier bei gegen 20. Ich komm. Ich bin aber nicht so schnell wie du. Piranhas. Die alle von mir. Meine Güte. Jetzt bin ich da und jetzt passiert hier nichts. Das sind übrigens keine Gigatitane. Sind das keine? Das sind neue. Die heißen Ogre. Warte. Was? Hä? Ja, ich bin auch gerade total verwirrt. Ich habe mich auch gewundert, seit wann fliegen die? Jetzt habe ich den verloren. Hey, cool. Schreib mal der Kim, ob sie vielleicht mitmachen möchte bei riesengroßem Insektzähmen und das ist nicht Gigatitan. Ja.
Das ist aber nicht die neue aus diesem, aus dem Dings, ne? Die hieß doch anders. Wie heißt die? Wo ist jetzt? Oh, ist weg. Wo ist die denn hin? Die war hier, die ist weggeflogen. Ich gehe mal hoch. Wo ist denn die Tote? Die ist doch hier auch irgendwo untergefallen. Achso, die ist hier hinten. Ich wollte gerade wie bei... Anping? Bei Handping, ja. Ich will hoffen, dass es bei Ark 2 irgendwann, wenn es rauskommen sollte, das machen. Das wäre schon nicht schlecht. Ping ist super. Bei dir ist sie? Hier liegt sie. Da. Was sind das für ein Vieh? Ogre Darner. Ogre Darner. Ogre Darner. Das muss ich aber mal googeln. Was gibt die denn? Okay, die gibt auch Polymer. Ich gucke mal. Ogre. Ogre? Oder heißt sie vielleicht irgendwie nicht Ogre? Das heißt sie irgendwie ein Ogre? Vielleicht heißt sie irgendwie Arch? Wow, daneben, echt? Hier flog eben noch einer rum. What the heck ist das denn hier unten? Achso. Hier flog eben. Die fliegen aber echt. Die haben echt eine coole. Cool, aber man spinnt jetzt. Ich hatte mich aber auch gerade gewundert, dass die so eine komische. So, ja, dass die auch so weit oben da rumfliegen. Erstmal. Sonst am Boden rum. Ja, sonst fliegen die gar nicht. Und zweitens war die auch so, der Schwanz war so ein bisschen eingerollt, als ob das irgendwie so ein. Jetzt ah, da ist sie. Boah, ist die weit oben. Hat die Kim was geschrieben? Ich sehe sie nämlich nicht. Hier ist ein Level 16er wieder. Jetzt gucke ich mir die mal an von Namen. Vielleicht ist sie ja ganz freundlich und so. Wo ist sie? Kann ich dir nicht sagen. Ganz weit oben. Wo bist du denn jetzt? Weit weggeflogen. Du auch? Ah, du bist da unten mit dem... Was ist das? Tavo? Tavo? Ja. Guck mal da oben, geradeaus. Da ganz oben, ganz aus. Oben. Gott. Wenn ich nach oben gucke, gehe ich ins Wasser. Ich bin super weit oben. Ich sehe dich aber jetzt nicht mehr. Du bist jetzt... nicht mehr. Boah, ist die weit oben. Ich fliege und fliege und fliege. Ich muss noch weiter höher. Was macht die was? Denn? Die greift doch gar nicht an. Boah, wie weit ist die? Ey, ist viel zu schnell. Ich komme nicht hinter dir her. Einfach nach oben fliegen? Ja. Bist du eigentlich mehr passiv? Ja, jetzt bin ich ganz nah. Komm schon. Boah, ist die hübsch. Nee, greift nicht an. Steht da was von passiv oder so? Ist zu nah. Zu weit weg. Ah, da sehe ich sie. Ist sie das? Ah, ich habe Backspace gedrückt. Was ist denn? Sieht auf jeden Fall schick aus. Ja, ist eine Libelle. Das sieht cool aus. Steht denn was von passiv? Ich versuche gerade ranzukommen, aber ich kann mich selbst jetzt. Ah, da kann man was. Also ich tue mal Fleisch, gegrilltes Fleisch hinten reinschmeißen. Wieso geht denn die jetzt runter, Mann? Mein Torso gleich nicht mehr, ey. Packen doch ein. Ich hätte den vielleicht, ja, hätte ich besser. Ich bin jetzt auch oben. Mensch, jetzt fliegt er nicht weg. Da ist noch eine da hinten. Ne, das ist ein Petri. Konntest du die jetzt einmal füttern? Nee, ich komm nicht dran. Die ist immer so schnell. Die fliegt echt schnell weg. Wie viel habe ich denn noch von meinem Element? Geht noch. Wir brauchen unbedingt Blümchen. Ne, ich konnte sie nicht füttern. Irgendwas kann man da füttern, okay. Aber was? Ich guck jetzt mal eben, ob ich mein Torvo finde.
ich habe ihn gefunden, Gott sei Dank. Jetzt bin ich aber mehr interessiert an diese, als an die andere. Ja, das reicht hier. So, tschüss. Runter mit dir. Ich fahre schneller als sie. Wie ist die jetzt wieder? Ogre. Da, eine Dame, Ogre. Dana, okay. Dana, Ogre. Irgendwas zu abarbeiten hier? Ja. Oha, okay. Also im Internet steht auf der Wikipedia noch nichts. Dem Wiki-Fandom. Ja, leider ist sie zu weit oben immer, ne? Egal, jetzt will ich aber wissen. Achso, ich habe ja die hier, wie heißt sie? Die neue Errungenschaft von dir mitgenommen. Ups, schon wie so viel Leben verloren? Naja, geht schon. Gar nicht mehr so gut. Okay, die sind aggressiv gegenüber anderen Insekten. Tolle Wurst. Ja. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie man die jetzt zähmt. Okay. Wie geht das nochmal mit dem? Wie heißt die nochmal hier? Mit dem Bloodstalker. Uff. Ich weiß, Rechtsklick? Ist das Rechtsklick? Ja, ich glaube, das war Rechtsklick. Okay, da gibt es ein Video zu. Ach komm, Werbung, geh doch weg. Hast du sie noch im Blick? Nee, ich hab sie erschossen. Ah, du hast sie ja gut 16. So. Ja, ich will eine größere haben. Und die war auch so doof oben, das ist. Okay, also er hat, glaube ich, was von Blümchen gesagt, Rare Flowers. Siehst du, habe ich ja gesagt, auch gerade eben, ne? Dass sie hinter dir herkommt, sonst bringt's nichts. Ja, du musst sie quasi auch wieder auf den letzten Slot packen und dann kannst du die zufüttern. Ach, die Blume zum Füttern? Ja. Okay, man, die können wir ja kaufen zur Not. Ach, stimmt. Aber bei dem im Video war die auf dem Boden unterwegs. Interessant. Höre immer auf Heilen auf. Ich finde mal so. Bist du jetzt mit dem Bloodstalker unterwegs? Ja, ich bin irgendwo. Ich hab's. Jetzt hole ich immer meinen raus. Den Bloodstalker. Ich kaufe noch ein paar Blümchen. Ja, guter Plan. Danke, Kumpel. So, 15 Blümchen. Also wollen die Blümchen fressen, okay? Ich habe es leider nicht sehen können, weil... Wenn's stimmt. Das ist wie eine. Ah, oh, ganz ehrlich? Ganz ehrlich, komm her, ich pack dich wieder ein, du blödes Vieh. Hast du Blümchen? Ich habe Blümchen, ja, aber ich will hier ganz kurz das Vieh wieder einpacken hier. Ist schon die Nase voll? Ja. Sonst müssen wir uns hier, wir dürfen ja hier nur mit den Petris fliegen. Oder ein Tapajara, Sam. Ich bin doch mit meinem Tech-Anzug unterwegs. Ach ja, geht ja auch. Stimmt. Was Level ist die jetzt hier? Gelb ist die. Level 16.
Egal, mach mal, versuch es einfach mal. Dritte Level 16er. Weißt du, in welche Richtung du geflogen bist? Ja, hier. No, Ist sie wieder oben, oder? Ja, bei den Bäumen, aber diesmal bin ich. Das ist das Kalender. Ah, ich glaube. Oh, da fliegen zwei rum. Hier bei mir fliegen zwei rum. Ja. Ja, ich komm wirklich das Blumen zu stecken. Okay. Oh, hab sie. Das war jetzt auch eine 16er, oder was? Warte, ganz kurz, sorry. Was soll ich so schreien? Alles gut. Oh Gott. Oh nein, komm weg hier. Komm hier. Ich bin gleich tot. Was ist los? Ja, weil ich fall die ganze Zeit auf den Boden. Ups. Kannst du direkt drauf reiten oder brauchst du... Nee, ich will sie schnell einpacken, aber... Wie tut man das hier? Oh, 64er ist hier bei mir. Wie machen wir das? Die andere hin, da waren nur eben zwei. Wo ist sie? Hä? Wo ist meine Biene hin? Meine Wespe hin? Wo ist die hin? Warum? Müsst du dir ja eigentlich folgen. Ja. Das ist das, was sie nicht tut. Ja. Tja, keine Ahnung, wo sie ist. Ah, hier ist sie. Na gut, wenn, dann ist es auch nicht schlimm. Bei 16. Komm, versuch mal an die 64er ranzukommen. Denn jetzt hin? Wo sehen? Wo sehen? Da. Bleib stehen. Und komisch, wenn man hier über den Ast läuft. Oh, erstmal eingetütet habe ich sie. Sehr gut. Ich bin gleich tot, das ist das Problem. Warum? Ja, weil ich immer. Ich habe ja keine Tech-Stiefel. Du hast keine Steck. Steckstiefel, genau. Jetzt mal was gesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch welche zu Hause habe. Das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt fliegst du runter, warum? Bleib doch da. Dankeschön. Bleib da. Will dich doch nur füttern. Die ist voll schön. Ich habe eine voll geile gelbe. Sieht aus wie so ein Postbiene. Oh Gott. Eine Chorlibelle. Ah. Jetzt ach komm noch mal Mann, her. Ey, warum? Ach, nicht, du bist tot. Nee. Mich jetzt gefüttert oder nicht? Komm her. Oh, mir fehlen Handschuhe. Ich kann nicht diesen Boost machen. Jetzt flieg doch nicht weg. Boah. Der Schwarm kam gerade auf mich und meine ach, Biene nein. Oder meine Wespe auf meine. Was ist es überhaupt? Bälle? Ja, der Schwarm ist hinter mir her. Wird die nicht Akku? Ja doch, aber weg. Die ist ja nur Level 16. Die machen die. Der Schwarm macht die ganze. Kaputt? Echt? Die ist so schwach? Ich habe aber ein Problem. Oh Mann, jetzt bleib doch mal da. Ich will doch nicht mehr. Sag mal, warum funktioniert das denn nicht? Das Problem ist, der Schwarm killt mich gleich. Oha. Eine Fackel? Doch. Bleib doch da. Boah. Der nerviger als alles andere. Will ich jetzt haben. Komm her. Krass. Ich krieg den Schwarm nicht gekillt. Er hat dich gekillt? Nein, ich krieg den nicht gekillt. Mit einem Shotgun oder sowas.
Nee, muss mit am besten wirklich mit einer Fackel. Ich konnte einmal Blume zustecken. Ich habe gekillt. Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Oha. Cool, ich habe das Vieh gezähmt, aber der braucht einen Sattel. Braucht einen Sattel? Okay. Ich öffne nochmal raus. Zum Reiten Sattel ausrüsten. Oh, warten, bis sie wieder hungrig ist. Na toll. Oh, das ist eine größere vom Level. Echt? Deine, meine ich. Wenn so meine, ja, ja. Level? 64. Oh, schick. Ich sag dir mal die Koordinaten. Das ist oben auf jeden Fall, ganz oben im Baumwipfel. Bin ich. Das ist ungefähr. Ach, Scheiße. 81, 88. Aber du kannst sie ja anpeilen. Stimmt ja, ich habe sie ja schon angefüttert. Ja, mache ich sofort. Ich komme nicht so ganz klar mit diesen, Kryopods, diese Kugel hier, komme ich echt nicht klar. Warum? Ja, aber der wechselt ja automatisch immer auf die nächsten vollen. Ja, das ist ein bisschen doof. Die muss er einfach mal wegstecken mit Kuh. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da gibt es sogar einen Sinn hinter, welche er nimmt irgendwie, aber ich verstehe es auch nie. Ich habe auch keine Lust, mich da mit auseinanderzusetzen. Ah, oh, du bist gleich hier vorne. Und wann die wieder Hunger hat. Ein bisschen merkwürdig, wenn man hier oben auf dem Ast rumläuft. Oh, komm zu mir. Ja, nein, komm zu mir. Ja. Nein. Wenn du wieder Hunger hast. Komm her. Hast du irgendwie Heiltränk oder sowas rein zufällig in der Tasche? Nee, zufällig nicht. Aber ein Red Panda auf der Schulter. Ach, stimmt ja. Der ist, ja, genau. Der ist sehr gut. Mann. Ach, das sind 400 Meter. Ich dachte, das wäre gerade eben 60 Meter. 64 Meter ist das Level. 64 ist sein Level. 64 ist das Level, ja. Mann, da komme ich lieber mit dem Bloodstalker, geht schneller, als statt mit diesem blöden Tech-Schrott hier rumzugucken. Ohne die Handschuhe ist es ein bisschen langsam. Ja. Die habe ich halt auch leider noch nicht. Weiß auch nicht, bei welchem man die kriegt. Oh, jetzt hat die vor mir gelandet auf dem Ast. Aber die hat noch keinen Hunger. Sieht ja mal abgefahren aus, die Augen. Soll so eine Ähnlichkeit haben zu so einer Schlupfwespe irgendwie. Aha, siehst du doch Wespe. Ja. Deswegen ist die auch aggro auf andere Insekten. Runter. Ich versuche mich gerade irgendwie. Ich schaff's einfach nicht mit diesem Vieh. Ich krieg das auch nicht so gut hin. Also da bin ich mit dem Rockdreck besser. Runter. Stimmt, Wespe. Weil ich habe letztes Mal zum Beispiel ein Video gesehen gehabt, wo eine, ich weiß nicht was für eine Wespe, gegen eine Tarantel. Und die Tarantel wusste ganz genau, dass die stirbt. Die hat versucht wegzulaufen. Das war so ein Riesentarantel mal. Und trotzdem hat die eine Angst gehabt vor der Biene und oder vor der Wespe. Nicht ohne. Ja, und dann hat die Biene wollte immer von unten stechen. Und die hat die einmal gestochen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Tarantel blind wurde. Guck mal, die ist hinter dir. Kannst du sie füttern? Nee. Hätte ich mal vorher gemacht. Weiß nicht, ob sie wieder Hunger hat. Nee, die hat noch keinen Hunger. Schick, voll dunkel, ey. Voll dark. Hier oben sieht sie besser aus. Da hat blaue Flügel. Einen roten Strich oben auf dem Rücken. Trau mich aber auch nicht. Bei manchen Tieren sind die ein bisschen verpackt mit den Popcorn-Dinos. Den jetzt hier auszupacken. Mhm. Weil ich das letztens bei den kleinen Affen versucht habe. Mhm. Und die sind dadurch total verbuggt. Ne, die hat noch keinen Hunger. Oh, gut, dass sie hier so landet. Ja, ich finde das auch super. Hey, ich schubst mich nicht. Dann schlage ich dich. Ich schubst dich, die will dich nur runterschubsen. Ja, guck mal, die kommt immer wieder vorbei und hier, ne? Aber gelten, ne, die Bloodstalker gelten nicht als Insekt, oder? Hättest du die ja angegriffen. Bloodstalker weiß man nicht, wo. Nee, was das, es ist. Ich habe der Kim so übrigens mal so ein Instagram-Reel zugeschickt von einem kleinen Bloodstalker, die es wirklich gibt. Echt? Die heißt natürlich nicht Bloodstalker, aber sie sehen exakt genauso aus. So eklige Viecher, die genauso lange Arme haben und die hängen auch von der Decke runter und was denn? Kim war total begeistert. Nicht, oder? Doch, das sind echte Teile. Kann ich dir auch mal zuschicken.
Ja, schick mal. Gruselig, sage ich dir, gruselig. Ich habe das der Kimber bei WhatsApp vorgeschickt und war sie natürlich total begeistert. Mit Herzchen und Augen. Ah, schön. Nur einige merkwürdige Tiere aus der Wüste. Die sehen auch ganz freaky aus. Gehören zu den spinnenartigen Geißelspinnen. Hast du die schon mal gesehen? Bestimmt. Sehen auch gruselig aus. So, komm ran. Hast du jetzt wieder Hunger? Ein bisschen komisch, die Bäume, die Äste werden hier immer dünner. Wo ist sie hin? Da oben. Komm mal ran jetzt. Sie hat bestimmt wieder Hunger, wenn die so weit wegfliegt. Hau drauf, hau auf die Tastatur. Ja, genau. Komm her, komm her. Oh Mann, die fliegt immer so bescheuert. Ja, ne? Und dann immer weit weg. Komm her. Runter. Und? Nein. Und der stürzt ab. Hat die so gemacht? Ach, was? Hast du gesehen? Nee, ich sehe es nicht. Einmal füttern, Mann. Hopp. Nein. Ah, fast. Go, Tiger. Go, Tiger. Oh Gott. Soll ich mal... Setz mich überhaupt nicht unter Druck. Soll ich mal Musik abspielen? Didididu, didididu. Ah, nee, lieber... Eye of the Tiger. Genau. Eins meiner Lieblingslieder. Darfst du auch. Nein. Mit den Herrn Silvester. Ne, ich glaube, die hat immer noch keinen Hunger. Verdammt. Ehrlich nicht? Ne. Wann kriegst du denn wieder Hunger? Kind, komm her. Ne. Ein Hin- und Her-Gegurke, ne? Ja. Das. Ich bin schon froh, dass die nur zwei Blümchen braucht. Ja, komm her, komm her. Oh. Deine ist so dark. Meine ist so flashy hell. Ja gut, wenn die gelb ist. Guck mal hier, ich zeig's dir mal gleich, wenn der... Wo bist du denn jetzt eigentlich abgeblieben? Ich bin noch an der dran. Ich versuche halt immer zu gucken. Ach komm, das war knapp. Du bist out of range. Ja, komm her. Die ist wirklich immer nur so einen halben Meter von einem weg. Ist noch grau. Mann. Vielleicht war ich doch mal mit dem Risiko, den Binturong rauszuholen. Jetzt so, frisst dich Dreck auf. Finger abgelutscht. Lecker, lecker. Warte, egal. Guck mal hier, willst du mal meine sehen? Ja, traust du dich die rauszuschmeißen hier? Ja. Nicht, dass die gleich auf die abgeht, ne? Meinst du? Werden sehen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Oh, die ist ja auch geil. Sieht ja schick aus. Knallgelb, ne? Auch noch die gelben Augen. Sieht man das überhaupt, dass sie gelb ist hier? Ah ja, wenn man fliegt, wenn man... Die Augen sind ja geil. Die hat die Ärmchen hier wie so ein Krebsscheren, ne? Ja, die hat aber auch diesen, den richtigen Stachel. Das ist der richtige Stachel, den man so kennt, den wenn die zustechen. Oh ja. Eklig. Legen direkt ein Ei rein. Die hieß eigentlich nicht Bäh, aber... aber dann, ich wollte eigentlich was gerade schreiben und dann kam aber der Schwarm. Ach, schon wieder. Ich wollte gerade einpacken, jetzt habe ich schon wieder was rauswerfen wollen. Ist ein doofes Zeug. Du bist der Binturong. Es gab übrigens eine Frage in den Kommentaren, ob das eine Mod ist. Ja, ist eine Mod. Habe ich auch drunter geschrieben, wie die heißt. Ah, hast du geschrieben, okay. Passiv, du bist passiv. So, wo ist sie denn jetzt hin? Oh, ich muss mal was essen.
Nicht die Blume essen, nicht die Blume essen, ganz ja, wichtig. Warum? Die kommt dann auch ziemlich nah. Ogredana. Ogredana. Wir hatten eben was von orkischen Namen, jetzt haben wir hier noch mehr. Ja, genau. Die heißt nur so in echt. Komm, komm, komm. Mein Gott, die fliegt ja immer höher. Komm her. Sturzflug. Haben wir geguckt, ab wann man den Sattel bauen kann? Nee. Mal gucken. Müsste man ja theoretisch auch in Sattel, in der Tasche craften können. Alle Mod-Sattel. Komm noch her. Mann. Ja, nein. Kalt, warm. Da fliegt sie auf dich zu? Ey, ja, und dann dreht sie wieder ab. Ja, dann geht sie in einem Sturzflug runter. Oh, ey. Ja, nein, doch, vielleicht. Komm her. Nein, du musst auch wirklich ganz nah ran, damit du den zustecken kannst. Ja! Oh, oh Gott, ich hab grad geschrieben. Das Fenster ging bei mir auf. Also ich folge dir, alles klar. Oh, mit wieder auf dem Ast hier. Mein Gott, fliegst du jetzt mal geradeaus, danke. Boah, mir ist sie einfach weggeflogen, komplett. Und ist direkt ein Petri hinterher. Okay. Ja. Petri ist aber auch eigentlich kein Insekt. Ich habe keine Ahnung, boah. Die hat auch nicht angegriffen, die ist einfach nur mit dem Petri hinterher die ganze Zeit. Okay. Die hat bestimmt bemerkt, ach, das ist ja gar nicht der Dix. Genau. Aber sie ist aus wie ein Petri, seit wann? Handschuhe. Man nannte ihn auch Busch. Jetzt musst du mir deine auch mal hier auspacken. Ist er noch hinter mir her? Bin ich jetzt auf den Ast, wenn ich dich abpfeife? Nee, die wird in der Luft. Echt? Okay. Dann packen wir dich mal ein. Ach, das ist auch die Knarre. Okay, besser so. Ja, ist einfacher. Kannst halt auch im Notfall, wenn irgendwas ist, kannst du dann schnell einpacken, wenn du es schaffst. Neutral. Ja, Leute, könnt ihr einen Namen geben? Also, das sieht aber aus wie eine Fliege. Eine merkwürdige Fliege. Wenn so eine Fliege aussieht. Schmeißfliege erschießen! Habe ich meine Fackel weggelegt? Oh. Oh, die hat rot-blaue Augen. Krass. Aha. Ja, auf dem Rücken hat sie auch einen roten Streifen. Was ist ein Unterschied? Guck mal. Ja, krass. Look. Okay. Ich dachte, es wäre eine dunkle, deswegen meinte ich auch die so dark. Und jetzt ist die doch ja, so. Ja, hier. Hallo? Es ist, glaube ich, gerade. Oh ja, es wird Nacht. Wir sind hier im Sumpf. Es ist Dunkelheit hier im Spiel. Genau. Jetzt gucken wir mal. Ogre, Dana, Sattel, Level 65. Mitteilbaren, 50 Stück. Ah, cool. Okay, Leute, wir machen mal so. Wir werden kurz zurück in the Base. Und dann werden wir mal dort entweder den Sattel craften und hier wieder fliegen. Oder wir werden dort fliegen. Mal gucken. Bis dann. Und tschüss.